Die kommt der Nico diesmal, aber nicht. Diesmal war das Loch kleiner. Also, jetzt müssen wir gehen wie eingemacht. Leichte Fehler von Nico hier. Wow. Das heißt, Mika hat ein bisschen Luft nach vorne. Aber lass uns sehen. 4,5 Minuten müssen wir noch fahren. Da kann noch ein bisschen passieren. Und dahinter André Schipp mit einem leicht rutschigen Heck. Ronny Arft kann das haben. Er hat Platz verloren jetzt zu Stefan Teitke. Genau. Stefan Teitke hat wieder den Platz zurückgegeben. 4 Minuten noch. Nico kann jetzt eigentlich nur eins machen, dann ist auf den Fehler warten, weil Rundenzeiten und Speed ist identisch. 13,98 für Nika, 13,97 für Nico. 13,94 für Nika, 9,8 für Nico. Zeigt ihr so einen Spiegel gucken, wenn Blau Fast and Furious kann. Zu dir hinkommt, das ist 1 und 2, dann kommen 1 und 2. Dankeschön. Jetzt muss Ronny und Andreas jetzt ein bisschen einigen. 1 und 2 kommt zu euch hin. 1 und 2 kommen. Zwei Fahrzeuge, Ronny. Ah, das war mir entscheidend. Das ist sowas, wenn man das schon vorsagt, dann ist es schade, dass sowas passiert. Jetzt hat Nico 2 Sekunden, dass er einfahren muss, aber er hat auch noch 3 Minuten Zeit dafür. Das ist noch machbar, aber diesen engen Kampf hätte ich ja lieber gehabt. Ja, Nico geht all in hier, muss er, wenn er da anmeldet. Jeder einzelne Fehler jetzt knallhart bestraft. Mika mit stabilen Rundenzeiten, 14,2 jetzt mittlerweile in jeder einzelnen Runde. Nico mit 13,9, aber 2,5 Sekunden dahinter. Mika 14,1 in seinem Rhythmus, 14,1 für Nico. Kommt nicht wesentlich näher. 14,0 für Mika, 13,5 für Nico. Zweite Gang hat er jetzt gefunden. Ja, langsam Zeit, dass er da hinkommt. Jetzt mit 1 Minute 40 noch. Und du hast den Führer mal hinter dir. Jetzt macht die Tür auf, Junge. Danke. Dahinter kommt Fast and Furious Nico. Kommt noch hin. 13,8 diesmal. Vorne fährt der Mika immer noch seit 14,1, 14,0, 14,2 in stabile Rundenzeiten. Nico muss dann durchboxen. 14,3 mit Überrundung. Kommt leicht näher. 1,7 Sekunden. Masterclock sagt, 1 Minute lang. Andreas Schöpf, führende Mann hinter dir. Ja. Ja. Immer wieder dieses Harakiri versucht, sich in Luft aufzulösen. 1 Sekunde. 14,1, 13,8 für Nico. 50 Sekunden. Kann Mika das hier noch mit nach Hause rocken? Kann er das retten hier? 45 Sekunden. 14,2, 13,8. Nico auf Vormarsch. Mika muss alles dran setzen, einfach sauber zu fahren, aber trotzdem am Limit. Um das hier noch zu halten, 27 Sekunden, 2 Runden musst du noch rocken hier, Mika. Das geht nicht anders. Kein Fehler mehr rocken. Nico muss alles machen, um sie vielleicht anzusaugen. Zeit läuft ihm davon. 14 Sekunden. Das kann noch in eine Runde noch gehen. Ah, da Nico hat es weggeschmissen. Da ist es dann raus. Nico kommt nicht mit rüber, Zeit ist jetzt abgelaufen. Mika hat den Ding auch noch gerockt. 21
23 Runden 5-0-0-1, ein Titel fehlte ihm. Ronny Hanf, letzte Mann über die Schleife und alle sind durch, alle sind fertig. Mika hat den Rock, Nico 2, Andreas Schütt 3 und Ronny Hanf durch die 4.